Okay. Ja, ist jetzt wohl nicht so gut gelaufen. Ich weiß nicht, ob der Zauber auf uns ist, weil wir irgendwie, ich keine Ahnung, unser Arm hat irgendwelche komischen Zuckungen. Wir scheinen unseren Strom irgendwie nicht mehr im Griff zu haben. Davor war das alles kein Problem. Ich weiß auch nicht, warum das jetzt passiert ist. Das weißt du ja wahrscheinlich selber nicht. Mal gucken, was wir da noch erfahren werden. Warum unsere Hand durchdreht. Wir haben ja vorhin im Film schon gehört, von wegen, dass sie irgendein Gerät erfinden müssen, um den Strom im Griff zu halten. Aber sowas scheinen wir gar nicht dran zu haben. Oder ist das so? Nee, am Arm, das haben wir nicht. Nee, ich glaube, wir haben sowas nicht. Sowas wie die haben wir nicht eingebaut bekommen. You, who bore witness to the secret with your own eyes, who knows in your heart of hearts that the revelation that he bears is true, and who has understood that this knowledge could cast us into endless pits of despair. As you drink the sap of the world, the water that feeds our lives, abandon the one you thought you were, and instead become our brother, Zachariah Mansur. Together we have shared the water and secret. Can you swear to forever protect the knowledge of the earth and to dedicate your life to finding it again? To defend and protect our secret, even with the sacrifice of your life, if need be? I swear. Then welcome, my brother. I know you must be troubled by what you've learned, and I assure you that it's no less troubling to me. But be proud of what you are, and know, no matter what, we are by your side. And that this initiation, as horrid as it may be, makes you forever our brother. You showed the courage of lions beneath the dome, and for it, you have been made an officer. So I imagine, now that you no longer need my guidance, they will send me elsewhere, with the great and endless pride of having been your teacher over these few years. The honor was mine, Master. No, not Master. It's just Sean now. Go. Take your assignment as an officer. Count the blessings you have amounted. Those that allowed you to avoid the front thus far. Captain Eliza is waiting in the barracks. She's harsh, but fair. But before you find her, we all know the regulations. Technomancers get no leave from the front in times of war. So being here, I can't even sneeze without a report being written up. But you have a free pass. I need you to go to the exchange district for me. There's an itinerant merchant there who was supposed to arrive yesterday. Just meet with him. The merchants have no ties to abundance and travel among us like shadows. They hear things, whispered things, and pay people to forget they are there. I'm looking for information on any archaeological discoveries that could expose the Earthlings, information that would help protect our secret. Ask him if they've heard of any such finds. Yes, Great Master, as you wish. Good, Zachariah. But take care that not a single soul knows what you're after. Not a single soul can hear your exchange with the merchants. So, Aufgabenjournal. Die Einsatzziele deiner Aufgaben sind im Journal aufgeführt. Drücke bla bla bla, um sie einzusetzen. So, was haben wir hier? So, Initiation haben wir geschafft. Was haben wir da? Sekundäre Aufgaben, okay. Jetzt hätten wir als Hauptmission Kampf um Überfluss. Und Suche nach der Erde. Dann machen wir das hier mal weg. Lass uns das mal ausblenden. Und verfolgen diese Aufgabe. Kann ich die nicht verfolgen? Okay. Suche nach der Erde. Dann machen wir das mal. Moment, da habe ich vorher noch was gesehen. Hier L2, wir haben noch irgendwas gekriegt. Was haben wir denn gekriegt? Ach so, ja. Das.
wurde uns noch angezeigt. Okay. Gut, gut. Dann, ja, dann auf geht's. Uns scheint das Ziel angezeigt zu werden. Das haben wir hier noch auf der Map. Haben wir da noch irgendwas? Ian Mensa. Ist es unser Bruder? Sind... Nee, das sind wir. Okay, dann... Ich muss schnell mit dem reden. Scheint irgendwie ein Familienangehöriger zu sein. Ich dachte, es braucht zwei. Ah, da hilft uns der andere, die Tür aufzumachen. Okay, gucken wir uns mal diesen Ian Mercer an. Ian Mercer. Ach, das ist einer aus meiner Familie? Der Kommandant? Und dann Sean Mercer. Heißen die alle Mercer? Oder sind das, ist das alles eine große Familie? Zachariah, a pleasure as always. What may I do for you? Ja, was kann der für mich tun? Nach Gerüchten über die Relikte fragen, nach Personen fragen, nach Orten fragen. Okay, Gerüchte, das hört sich interessant an. Informationen über die Ausgrabung von Aurora, Informationen über die Händler. Okay, jetzt hört sich nicht mehr interessant an. Jetzt gehen wir wieder. Verfolgen wir mal unsere Mission. Checken aus, was es so zu tun gibt. Erkunden wir mal ein bisschen die City. So, Entschuldigung für die kleine Unterbrechung. Ich musste jetzt mal kurz das Licht anmachen. Ich sehe hier schon gar nichts mehr. So, also, auf geht's. Wir wollten die Stadt erkunden. Ja, okay, also die Bäume kann man sich ja jetzt echt sparen, oder? Was ist denn der Sinn von diesen Dingern? Deppen. Das, und da haben sie Steinsträucher gemacht. Okay. Achso, wir können ja laufen, das vergesse ich immer. Die haben ja überall diese Metallbäume. Schnellkarte R2. Ah, das ist cool, das ist cool gemacht. Auf alle Fälle, es könnten mehrere Spiele so machen. Great Master said the caravan would be right here. The stand looks like it's been deserted. I'll question the neighboring merchants. Jo, da ist ja eher einer in der Nähe. Hier, der da. Was geht ab, Tom? Godsman. Oder Goodsman. It's a pleasure to make your acquaintance. Big on weaponry, I hope. What can I get you? Die Waren betrachten, nach dem Verschwinden der Karawane fragen. I was expecting a caravan in the stall next door to buy a few. They arrived yesterday, but truth be told, I think they found some trouble. I wasn't there when it happened, but from what I heard, some people were looking to talk, and talking turned to shouting, and after that, they were seen down in the slums, I hear, and then they were dragged into some warehouse. Whatever they did, they're in big trouble now. If you're looking to help them, you better find them fast. Also was ich auf alle Fälle schon mal mega geil finde, dass unsere Hauptfigur eine Stimme hat. Es passiert in viel zu vielen RPGs, dass die Hauptfigur nie irgendein Wort sagt. Das finde ich also schon mal ziemlich cool. Ja, die Waren betrachten brauchen wir gar nicht, gehen wir. So, jetzt haben wir eine Mission bekommen. Und zwar Suche nach der, ja, der Händlergerichte, okay. Untersuche das Verschwinden der Karawane. Ist gut, wir müssen immer noch das Karawanenverschwinden untersuchen. Und zwar mal hier ein Fragezeichen auf einmal. Okay. Was ist da? Was ist da jetzt? Was gucke ich mir da jetzt an? Hä?
Irgendwas muss da sein. Komisch. Ups. Ich sollte nicht in der Stadt wild in der Gegend rumschießen. Vielleicht kann die mir was erzählen. Nö, die hat keinen Bock. Komisch. Okay, hier haben wir ein Fragezeichen, aber die Leute wollen mir nicht helfen. Hier ist noch ein Händler. Habe ich irgendwas verpasst? Hat der irgendwas gesagt? Irgendwas zu mir? Das ist auf alle Fälle das Ausrufezeichen. Irgendwas müssen wir hier machen. Aber was? Das ist das Gebiet. Vielleicht ist das Gebiet einfach ein bisschen größer. Hier kann ich nichts untersuchen oder so. Vielleicht der Typ. Nee, die will auch nicht mit mir reden. Die da auch mit. Sie ist ein Technomancer. Anything can set them off. But talk about something else. Okay, okay. We never see him around these parts. Okay. Oh, knacken. Ja, Schloss knacken können wir nicht. Okay. Ja, seltsam. Ich hänge schon hier fest, weil ich nicht weiß, was ich mit diesem Fragezeichen machen soll. Vielleicht gucken wir uns einfach mal die Legende an. Von der Map. Untersuche das Verschwinden der Karawane. Toll, wir haben jetzt hier ein Fragezeichen, aber wie untersuche ich denn irgendwas? Haben wir das gelernt? Die will auch nicht mit uns reden. Also die Karawane ist verschwunden, aber man weiß nicht warum. Der will auch nicht mit uns reden. Die sowieso nicht. Die auch nicht. Naja, öffnen wir mal diese Kiste. Kein Gegenstand gefunden. So, die Kisten dissen mich hier. Hardcore. Nee, da darf ich nicht rein. Was? 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 Hä? Was muss ich hier machen? Bin ich blind? Bin ich blind? Hängen die irgendwo von der Decke runter? Gibt es irgendwie einen Weg in den Untergrund oder so? Das ist doch genau hier. Genau hier muss ich irgendwas machen. Zone durchsuchen. Okay, also ich muss diese riesen Zone durchsuchen oder was? Was soll das? Ja, okay. Gucken wir uns einfach mal ganz genau überall um. Hier gibt es einen Gully. Da ist was. Ah, das ist einfach nur Müll. Mann, oh Mann, oh Mann. Der Typ hat uns leider nichts mehr zu sagen. Da sind auch alle weg. Hier haben wir noch was. Das ist aber halt auch nur was für unser Inventar. Hilft uns hier aber nicht bei der Quest. Da geht es in ein anderes Gebiet. Ja, ich habe. Aber sie werden eine schwere Zeit finden, Leute. Der Hazard-Pay ist nicht cover. Da kann ich auch nichts machen. I'm sure the young, restless and patriotic will enlist. Somebody's got a cover for the army slack. For sure. Habe ich was Wichtiges zu sagen? Vielleicht können wir die belauschen oder so. Wir stellen uns einfach rein. Yo, Bros. Was geht? Okay, da ist nichts zu sagen. Ah, dann sind wir auch außerhalb der Zone. Das ist ja nicht der Sinn der Sache, oder? Hier ist noch ein Händler. Vielleicht kann man mit dem reden. Hello. Hello. Looking for some medicine, drugs, ingredients maybe. Drogen, ja, am besten gleich Drogen. Ah, cool. Den können wir tatsächlich fragen. Also am besten das nächste Mal, wenn die Zone durchsuchen, da steht einfach mal mit NPCs labern. Das kann dir schon einiges an Zeit ersparen. Can you help me? I'm looking for any information on the caravan that sets up in the stall over there. I don't know. My memory sometimes needs incentive to remember. Versuch mal's. You tell me what you know, or you'll find yourself in a room with others who'll be a little bit more assertive in their efforts to refresh your memory. All right, already. Fine. I'll tell you what I know.
but a great risk to my own ass. You've heard the tale of the Vori, of the underworld. So these overpriced foreign merchants did something to piss them off. Didn't pay their rite of passage or protection serum or something. Whatever the hell it was. They were kidnapped, that's all I know. Where they are, or even if they're still alive, I haven't the damnedest clue. For that, you'll have to ask the Vori. Now do Joe a favor. Take this herb and get the hell out before you raise suspicions. Ja, da konnten wir noch überzeugend mit ihm sprechen und mussten ihm kein Zeug geben. So, wir hören ab. Danke für die netten Infos. Dann gehen wir mal in den Untergrund. Du, 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 du. Ja, so schön ist es hier auf dem Mars auf keinen Fall, das muss ich schon mal sagen. Damit meine ich nicht, dass das Spiel hässlich wäre, sondern dass der Mars einfach hässlich ist. So sieht's aus. Also wir sollten alle ein bisschen besser mit unserer Erde umgehen, damit wir nicht da tatsächlich mal oben sind. Was ich mir nicht vorstellen kann. Ich weiß gar nicht, inwieweit das in der Zukunft spielt oder in irgendeiner fiktiven Zukunft. Ich gucke gerade auf der Verpackung während der Ladezeit, aber da steht nichts. Da steht nicht, wann dieses Spiel ob das in irgendeiner Zeit spielt, in einer bestimmten. Nö. Übrigens ein weiteres Spiel, das keine Gebrauchsanweisung dabei hat. Oder auch kein süßes Heftchen mit Hintergrundinfos. Mann, früher war das selbstverständlich, Leute. Was ist nur los mit euch? Wieso spart ihr überall, während eure Spiele immer teurer werden? Das entwickelt sich irgendwie in die falsche Richtung. Auch diese 100.000 DLCs. Ich habe echt überhaupt kein Problem, wenn das mit den DLCs so gehandhabt wird wie im neuen The Witcher. Wie in The Witcher 3. Da hat man tatsächlich echt was bekommen für sein Geld. Das war auch eine ganz andere Geschichte, ein anderes Szenario. Das hatte nichts mit dem Hauptspiel zu tun. Aber das, was halt manche Leute mittlerweile machen, das ist schon sehr, sehr grenzwertig. Da würde ich mich als Entwickler schon ein bisschen schämen. Vor allem, die Spiele sind ja auch teurer geworden. Es ist ja nicht so, dass die weniger Geld verdienen würden. Die Entwicklung an sich ist zwar auch teurer, aber man sieht ja, dass auch kleine Indie-Teams Geld mit ihren Spielen verdienen können. Bestes Beispiel Rocket League. Und ich bin hier, um Anton Rowe zu sehen. Ich denke, du solltest mich einlassen. You even know who Anton Rogue is? He's the big fucking balls here. The boss. I don't care if you're a damn general. Get the hell out of here. Der hasst mich. Der hasst mich. Später wiederkommen. Eintritt erzwingen. Alter, wir sind badass, Mann. Wir destroyen den jetzt. I'm really just gonna have to show myself in. Du willst Stress mit mir? Du, oh scheiße, das sind vier Leute. Oh fuck, oh fuck. Oh mein Gott. Ihr wollt Stress, ihr wollt euch mit mir anlegen. Könnt ihr euch nicht einzeln mit mir anlegen? Wow. Knappes Ding. Oh, da wollten sie auch noch schießen. Jetzt haben mich die dafür mit dem Nahkampf getroffen. Au. Oh nein. Oh nein. Ich werde hier sterben. Ich werde hier sterben. Oh shit. Die haben auch noch auf mich geschossen. Gönn dir. Gönn dir eine Spritze. Oh, ho, 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 oh je. Ich bin grün. Wieso bin ich grün? Ja, ach so, weil ich verliere Leben. Ich gönne dir noch eine Spritze. Ja, immer gut, immer gut. Sag nicht, die haben es wieder... Alter, ist das euer Ernst? Hey, ich bin nur ein bisschen weggegangen. Ey. Mann, dann halt nochmal von vorne. Bitte... Ja, sie haben wieder volles Leben. Ich habe natürlich kein volles Leben. Was ist das für ein Scheiß? Sorry, sowas geht gar nicht. Sowas geht gar nicht. Nur, dass ich jetzt meine Heiltränke verschwendet habe. Immer diese Schützen. Immer diese elendigen Schützen. Das kann ich auch löten. Wow, ich darf nicht zu hoch, weil sonst muss ich hier wieder von vorne anfangen. Wieder. Wow, der eine ist gleich tot. Nice. Den sind wir los. Den auch.
Der hat noch volles Leben. Der auch. Haha, hätt's wohl gern gehabt. Autsch. Oh shit, wir nehmen lieber noch eine Spritze. Au. Oh, das sieht nicht gut für uns aus. Aber für die auch nicht. Ha, jetzt haben wir es geschafft. Nieder mit euch. Ihr seid Schande. Ich werde euch alle ausbluten lassen. Die hat mich eiskalt umgebracht. Die haben es nicht verdient. Ich habe nett gefragt, ob ich da rein darf. Die haben gesagt, nö, vergesst es. Und jetzt kriegen sie es zurück. Karma. Karma. Da. Sei froh, du musst dich nicht mehr um Wasser kümmern. So. Sag mal. Guck mal, wenn du was Schönes hast, dann lasse ich dich leben. Sorry. Das nächste Mal guckst du, dass du bessere Items im Inventar hast. Es gibt kein nächstes Mal für dich. Metallschutt. Naja, egal. Machen wir mal endlich das, wofür wir überhaupt hergekommen sind, und zwar da reingehen. Hi. Look what the cat dragged in. The prodigal son. A diamond in the rough, risen from poor street trash to the godlike ranks of technomancer. Now tell me, why am I so lucky to be in your presence? Informationen über die Orte, Informationen über Personen, wegen der Händler und der Gerüchte über Relikte. I'm looking for a caravan of merchants. They were supposed to be in the exchange. Word is they were escorted to the slums, and you may know something about it. Yeah, rude little men. My town, my streets. Uninvited competition, who lack even the common decency to offer a little token of grace in exchange for their presence. If you're ready to settle their debts, I'd be happy to usher them back home. Wir werden die Schuld der Händler ganz sicher nicht begleichen, es ist arschteuer für uns. Deswegen versuchen wir den mal zu überzeugen, ansonsten hauen wir ihm halt aufs Maul. These merchants were involved in some outside business that requires interrogation as soon as possible. You can either help me find them, or we can always turn our attention towards your business affairs. Your call, Anton. So either I turn a blind eye, or you do. Fair enough. Very well. Let's be magnanimous and hope that you will be too. You will find your suspects in one of our warehouses. Go see the guards and tell them, he who profits will deserve honor. They will give you the keys. Business is business, and now that ours is done, I will trust in your discretion. Ja, so leicht kann es gehen, ne? Vielleicht hätten wir doch einen Punkt in Charisma reinstecken sollen, damit es in Zukunft auch so lässig abläuft und wir nicht jeden abschlachten müssen. Nee, der Rest interessiert mich nicht. Ich hoffe euch auch nicht.